So, willkommen zu der kurzen Vorstellung zu Jens. Nochmal. Ja, eigentlich eine Kurzvorstellung. Dieser nette Rucksack von Ticket to the Moon. Weiß nicht, ob der Ton passt. Ja. Ja, okay. Eigentlich ist es ein ganz kleiner, leichter Rucksack aus dem gleichen Stoff, im Prinzip aus den Resten von den Hängematten. Für die Hängematteproduktion hat sich Ticket to the Moon überlegt, nicht einfach wegzuschmeißen, sondern kleine Utensilien, Taschen und alles Mögliche so zu fertigen. Und unter anderem eben so einen kleinen Rucksack als Tagesrucksack zu basteln oder jetzt bei dem Wetter ins Freibad zu gehen. Andere packen Handtücher rein und so weiter. Mhm. Ich habe drinne, packen wir mal kurz aus, dass ihr seht, wie viel da reinpasst. Literzahl würde ich mal schätzen um die 15-20 Liter oder so. Rückenteil ist eine Tasche. Sitzkissen und Sitzunterlage. Daneben ist noch eine kleine Tasche, wo man auch was reinpacken kann. Geld oder Handy, was sicher verstaut ist. Kommt keiner so schnell ran, kann kaum jemand klauen, weil auch keiner weiß, dass da so ein Täschchen ist. So. Dann kommen wir oben. Gibt es hier noch ein kleines Fach. Da habe ich Taschenlampe drin. Noch eine extra Kleinigkeit von Ticket to the Moon. Habe ich da noch was drin? Ja, eine Nagelfeile habe ich da auch noch drin. Also auch das noch. Man kann Taschengeld reinpacken. Also die Tasche ist so groß hier oben schon, dass meine ganze Hand drin verschwindet. Die geht bis hier unten hin. Also auch riesig. Habe ich erzählt, das große Fach hier, Rückenfach, da passt ein kompletter Laptop rein. So ein 14, 15 Zoll Laptop passt komplett rein hier hinten. Was dann gleichzeitig als würde ich auch bestätigen. Stütze zum Beispiel ist. Deswegen habe ich die Matte hinten drin, dass es so ein bisschen stützt. Dann zum großen Fach. Irgendwo habe ich hier noch. So, ich habe mein Messer bei. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Dann habe ich da drin jetzt das Tab von Ticket to the Moon, was wir ja in dem anderen Video schon vorgestellt haben. Dann die Hängematte mit Underkilt ist drin. Dann habe ich drin den Inlay von Cocoon, damit man noch ein bisschen was zum Zudecken hat, falls es noch ein bisschen kühler wird. Dann habe ich drin ein kleines Täschchen, eben auch von Ticket to the Moon, wo ein bisschen Wechselsachen drin sind, Socken und dergleichen. Da ist natürlich noch ein kleineres Täschchen von Ticket to the Moon drin, wo auch noch mal ein paar persönliche Sachen drin sind. Nicht wichtig. So. Was habe ich noch drin? Kleines Gürteltäschchen. Könnte man auch noch ein Video machen von extra. Weil dazu gibt es auch bei YouTube, habe ich noch keins wirklich gefunden. So. Dann ist hier drin ein kleines Täschchen für Flaschen reinhalten, stecken. Also echt cool durchdachtes Organizer-System. Also die Größe. Toll. Wiegt. Der Rucksack, was wird der wiegen? Ein paar Gramm. Ich weiß nicht, 100 Gramm oder vielleicht 150 oder so. Ja. Ja. Was steht da drauf? Ja, waschbar und den Rest sollte man eigentlich eher sein lassen. Also Nylon, ja, 100%. Das ist sozusagen, wenn es wichtig ist, wenn nicht, kannst du es wegschneiden, ja immer noch. Genau. Ja. Ja. Prima. Also, ich weiß nicht, was will man mehr. Also, gutes vom Tragensystem für Alltags Rucksack für Freizeit, Sport und Spiel und Spaß. Das ist Tragesystem mehr als gut. Ja. Auch ein kleiner Brustgurt ist hier extra noch mit dran. Ja. Mit einem echt
guten Karabiner, also Hakensystem. Ja. So. Ist ja kein richtiger Karabiner, aber... Vor allem, du kannst ihn ja extrem gleich zusammenknautschen und irgendwo reinstecken. Ja, also ist alles, man kann den komplett... Also das ganze Ding... Passt hier locker in die Seitentasche rein. Kriegt man fast in jede Hosentasche rein. Ja. Wiegt so gut wie, wie gesagt, nichts. Und ja. Ja. Ich finde es einfach geniales Ding. Für Wandertouren, andere schleppen schwere Rucksäcke mit, nur weil Molle dran ist. Ist auch alles schön, alles gut. Stehe ich auch voll drauf. Aber eben mittlerweile sage ich mir, reicht auch so ein Teil aus. Fällt nicht so extrem auf. Klar, ich kann nicht so viel ranhängen, aber ja, das reicht aus zum Tagestour wandern. Man hat alles wichtig, kann alles Wichtige reinpacken. Und wenn einer meint, er müsste hier Blei reinpacken oder Stahl oder wie auch immer, der Rucksack hält 15 Kilo aus. So. Mit denen kannst du 15 Kilo schleppen, wenn du meinst, du kannst es machen. Vom Tragesystem her wahrscheinlich nicht, aber vom Material her hält es 15 Kilo Zuggewicht aus. Also, super. Ja, das war der Rucksack. Danke für die Vorstellung. Also, eine ganze Menge, was reinpasst. Ja. So, packen wir mal wieder ein. So, die, das große Teil jetzt unten hin. Da man alles schön knautschen kann. Das ist das Schöne bei Ticket to the Moon. Geh mal rein da. Jetzt habe ich den das Seitenteil vergessen. Machen wir mal gerade raus hier, damit es leichter wird. Also das Rückenfach ist eben komplett auf die ganze Fläche. Mhm. Von hier oben bis hier unten hin. Also ich bin auch schon am Überlegen, ob ich mir nicht sogar noch einen zweiten davon hole, nur für die Arbeit hin und zurück. Weil ich sage, ich gehe gerne zu Fuß zur Arbeit, 3 Kilometer hin, 3 zurück. Für die Brote und dergleichen reicht der Rucksack voll aus. Wozu immer schwer schleppen, wenn es auch leicht geht. Ja. Klasse. Aber natürlich immer situativ angepasst alles. Also jetzt habe ich hier oben sogar noch Luft drin. Ja. Cool, vielen Dank, Jens. Rucksack auf. Ab geht's ins neue Abenteuer, würde ich sagen. Tschüss.